die Infrastruktur hier auf den neuesten Stand von Technik und Wissenschaft zu bringen, haben wir in Kraft- und Cardio-Geräte investiert. Zusammen mit den Verbänden haben wir das Projekt umgesetzt, um so optimale Trainingsbedingungen zu schaffen bzw. weiter zu optimieren. Im Idealfall den Sprung zum Elitesport dann zu ermöglichen. Mit dem neuen Design in Schwarz-Gelb und dem neuen Logo sind wir dran, eine neue Identität für das Studio hier zu entwickeln, um uns ja auch das klar zu positionieren als zweiter großer Fitnessraum neben dem High Performance Training und Recovery Center direkt nebenan für den Elitesport. Das Ziel war es, uns sich davon bewusst vom High Performance Training und Recovery Center zu differenzieren, weil es einfach ja, ein anderer Bereich ist und ein anderer Status von den Sportlern. Hier trainieren mehr die Nachwuchssportler. Und ja, das wollten wir auch klar mit den Designelementen zeigen. Somit klar machen, hier ist noch nicht der Schritt zum Profi gemacht, aber hier wird hart dafür gearbeitet, um ihn irgendwann zu schaffen. Perfekt, optimal die Kardiogeräte und besonders Laufbänder. Im schlechten Wetter ganz normale Training machen, aber die anderen Kardiogeräte geben uns Möglichkeiten für alternative Training. Und das ist wichtig auch für Athleten in jungen Alter, diese Geräte kennenzulernen. Dann wissen nachher besser, wie die können umgehen mit solchen Geräten. Und das ist natürlich danke Koch, dass hat diese Möglichkeit für Jugendliche, für Nachwuchsathleten gegeben.